Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Alarmstufe Rot, also Command & Conquer 2, auf einem Windows 7 PC installieren könnt. Dazu müsst ihr einfach erstmal einen Ordner erstellen, weil es ist wahrscheinlich euch bekannt, wenn ihr gespielt habt und auf Windows 7 spielen wollt. Die Installation funktioniert nicht. Kann ich auch mal draufklicken. Jetzt installieren. Bekommt gleich eine Fehlermeldung. Funktioniert nicht. Das heißt, man geht in den 95-Ordner. Nein, das war falsch. Man geht in den... Da sind die Setup-Dateien drin. Man geht in den Internet-Ordner. Was rede ich hier? Ich meine den Install-Ordner. Hier ist das ganze Spiel komplett drin. Das muss man sich dann einfach nur rüber kopieren. Dann kopiert es von der CD. Kann ich jetzt eine kurze Pause machen. Und dann geht das ganz flott. Nehmen wir Pause. So, jetzt sind die Dateien alle rüber kopiert. Jetzt habt ihr das komplette Spiel. Nur ihr müsst jetzt nur noch diese Datei ersetzen. Und mit welcher Datei, dazu setzt ihr einen Link in die Beschreibung. Habe ich mal Dropbox. Hier ist sie. Rüber kopieren und ersetzen. Ist ein bisschen größer, aber jetzt könnt ihr das Spiel spielen. Fast. Ihr müsst nur noch den Rest auf Eigenschaften. Den Kompatibilitätsmodus verändern, weil sonst startet das Spiel zwar auch, aber irgendwas war nicht richtig. Sie werden wir gleich sehen. Schöner schwarzer Bildschirm. Also startet auf jeden Fall nicht. Hier habe ich auch eine Fehlermeldung. Jetzt habe ich das falsche Fenster geschlossen. Aber man geht hier auf Eigenschaften. Ja, schön, dass es nicht mehr funktioniert. Ich wollte es auch ausmachen. Man geht auf Kompatibilitätsmodus mit Windows 98. Aktiviert hier alles bis auf Skalierung bei hohem DPI-Wert. Und das als Administrator kann man auch machen, muss man aber nicht. Weil es sowieso als Administrator ausführen will. Darum finde ich das sehr sinnvoll. Und jetzt sieht man, dass der die Auflösung geändert hat. Wie ich es gesagt habe. Und dann wird das Spiel starten. Man sieht hier jetzt ein paar bunte Farben. Ich weiß auch noch nicht, wieso das so ist, aber ist halt so. Kann man nicht ändern. Ich habe zumindest noch nichts herausgefunden, wie das geht. Neues Spiel, leicht, okay. Allianz. Dann ist es nicht mehr so schlimm. Verstärkungen sind mit der Auflösung nur noch so an einzigen an einigen Schatten. Gefechtsführung beendet. Ist das Spiel jetzt wirklich so laut? Werde ich gleich sehen. Okay, das war alles. Und jetzt könnt ihr Alarmstufe Rot auf Windows 7 spielen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.